Wir sind jetzt im Blue Karma Resort angekommen. Richtig, richtig cool hier. Und ja, wie immer gibt es auch die passende Roomtour dazu. Hier vorne starten wir kurz vor der Tür, vor der Eingangstür. So ein ja, kleiner Pool, wollte ich schon sagen. Kleine Becken gemacht mit Seerosen drauf. Und ja, ist eine richtig schöne, begrünte, gut bepflanzte Anlage. Total idyllisch ruhig. Die Frau mit unserer Begrüßungskokosnuss. Ja, hier geht's rein. Wie man sieht, direkt ein riesengroßer Raum. Total schön. Direkt in der Mitte ist das Bett, Moskitonetz. Hier vorne fangen die ersten Details an. Riesengroße Lampe hier. Ja, Tigerteppich am Boden. Der ist aber, glaube ich, nicht echt. Ich hoffe es zumindest sehr. Und hier so eine alte Truhe aufgearbeitet und ja, überall Details an den Wänden. Riesengroßer Schreibtisch. Wasser bekommen wir auch umsonst. Tee, Kaffee, alles halt mit drin. Dann sind im Raum so schöne Lampen verteilt. Auch ums Bett herum. Ja, gehen wir mal weiter. Draußen haben wir sogar noch eine Sitzgelegenheit. Hat es jetzt immer mal drauf geregnet. Da ist eine kleine Pfütze drauf. Ja, und ansonsten hier direkt vom Fenster auch. Schöne Sitzgelegenheiten, haben wir gerade schon drin gesessen, total die bequemen so Sitzsäcke, so Beanie-Sacks. Und dann geht es mal weiter ins Ankleidezimmer oder Umkleidezimmer. Ein riesengroßen Spiegel hier. Ja, und da vorne sind dann die kleinen Schlappen, die man hier bekommt. Die stehen da unten und Bademäntel. Ja, ansonsten kann man halt all sein Zeugs hier auch aufhängen. Im selben Raum hier ist auch die Minibar versteckt. Gut befüllt. Und von hier aus geht es dann ins richtige Badezimmer. Das ist auch total schön und groß. Super Schminkspiegel hier für die Frauen. Gefällt wahrscheinlich. Ja, und auch hier super viele Details, so die kleinen Bilder an den Wänden und ja, dann bekommt man hier halt die ganzen Sachen zum Händewaschen, Gesichtwaschen, Toiletries hier zum Zähneputzen, die Artikel, alles Mögliche. Und hier unser Lieblings- und Standardspruch: The mind is everything what you think you become. Hey, steht zwar we become, aber unser Motto. Ja, und hier geht es dann zur riesengroßen Dusche. Auch echt Hammer. Und von der Dusche geht es noch zur Toilette. Natürlich auch europäisches WC. Ja, so sieht's aus hier. Ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Wir haben das halt ja natürlich schon vorher im Internet gesehen, wo wir uns das ausgesucht haben. Und da sah das schon mega aus. Aber vor allem hätte ich nicht gedacht, dass das so groß ist. Das ist ja fast wie so eine Honeymoon Suite, oder? Ja. Das ist echt Wahnsinn. Ja, und jetzt gleich gehen wir noch raus und schauen uns die Anlage noch mal genauer an und da kommt dann natürlich auch mit. So, hier ist das Restaurant, da gibt es dann auch Frühstück. Richtig genial, der Pool und dann die Blicke in die Reisfelder. Voll schön. Unter dem Pool hier, das ist so ein riesengroßer Yoga-Bereich. Ja, wirklich riesig. Richtig klasse hier vorne. Da sind auch überall so Möglichkeiten, wo man sich hinlegen kann. Schön in den Schatten. Dann sind hier überall in der Anlage die ganzen Villen verteilt. Der Pool sieht halt richtig cool aus. Ja, der Pool ist halt echt richtig cool. Auch richtig cool ist hier, dass es hier einen Free Shuttle Bus gibt, der fährt einen dann nach U-Boot rein und holt einen auch wieder ab. Richtig, richtig geil. Und außerhalb der Zeiten kostet es, glaube ich, 3 Euro. Das geht auch noch billiger als ein Taxi.
So, wir sitzen jetzt am Frühstück, ist schon da. Sieht gut aus, aber ist ein bisschen sparsam, finde ich. Also zumindest für Veganer. Die haben ja auch noch so ein kleines Buffet mit Brot und solchen Sachen. Da ist für uns aber nicht wirklich was bei. Und von daher sieht unser Frühstück heute Morgen so aus. Kleinen Fruchtsalat, Orangensaft, Nasi Goreng und Kaffee. Das war schöne Aussicht. So, jetzt habt ihr gerade auch noch das Frühstück gesehen. Das war eigentlich ganz cool, schmeckte zumindest super, aber die haben hier nicht ganz verstanden, dass wir Veganer sind. Von daher hat es da ein paar kleine Probleme gegeben. Also wir haben Essen bekommen, ja, so ist es nicht. Das war auch dann vegan. Genau, das war dann auch vegan, aber die haben erst Sachen dabei gepackt, die halt nicht gingen, obwohl wir es erklärt haben, vorher schon so angekündigt haben. Aber ja, das passiert halt in Asien teils. Ist nicht so wild, kriegt man immer hin. Das kleine Buffet war auch ganz nett, aber halt für uns auch da nicht so viel bei. Der Fruchtsalat war super, den konnten wir auch essen. Ja, und allgemein kann man das Blue Karma in U-Boot echt total empfehlen. Das war richtig, richtig ja, cool. Ja, die sind alle sehr, sehr freundlich. Oh ja, schon fast zu freundlich für uns. Das ist Wahnsinn. Ja, und wir können es vor allem Ruhesuchenden empfehlen, weil, wenn man es hört, man hört gar nichts. Hier ist es so still, das ist echt total der Wahnsinn. Einzige, wo es ein bisschen lauter war oder wo man Menschen gehört hat, war eigentlich beim Frühstück gewesen. Auch im Pool war es echt ruhig. Ja. Und ja, und Honeymooner, also ist bestimmt eine richtig coole Anlage für Leute, die gerade geheiratet haben. Also, definitiv. Ja. Ja, ist circa 8 Minuten oder 10 Minuten im Roller von U-Boot entfernt. Es gibt einen kostenlosen Shuttle, also man muss nicht zwingend einen Roller nehmen oder Roller sich mieten. Das ist auch richtig cool. Ja, WLAN war mit drin, alles natürlich. Ja, das definitiv Einzige, was halt nicht so toll war, waren hier die Tigerteppiche. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt erkennt da hinten. Wenn die dann echt sind, wir wissen es nicht genau, aber das geht unserer Meinung nach halt gar nicht. Nee, also das hat auch, finde ich, nichts mit Luxus zu tun, wenn man sich ein totes Tier in die Bude legen muss. Das ist einfach nur scheiße. So. Ja. Wenn die echt sind, ist das irgendwie, also wir finden es als Veganer halt abartig. Andere Leute finden es vielleicht schön, aber da finde ich, die haben einen am Hellen. Also ich verstehe sowas einfach nicht, warum man sich so ein edles Tier in die Bude legen muss und auch wenn es ein Hund wäre. Ja, das war die einzige Sache, die uns hier gestört hat eigentlich, wirklich. Genau. Ansonsten mega geil. Ja, wir verlinken euch unten das Hotel, mal die Homepage und auch den Booking.com-Link, weil wer sich dafür interessiert, bucht über Booking.com, ist super viel günstiger eigentlich als die Homepage. Könnt ihr euch allgemein merken. Bucht nie über Hotel-Homepages, sondern sucht immer bei Booking.com, die haben fast immer viel, viel bessere Preise. Ja, so sieht's aus. Genau. Das war unsere Roomtour. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen und dann bis zum nächsten Video oder bis zur nächsten Roomtour. Ciao. Ciao. Sensing a smile, a smile, a smile, a smile, a smile.